Hey, willkommen, liebe Leute! Es sind nur noch 3 Minuten, dann geht es endlich los, die Splatoon 2 Global Testfire. Ihr könnt euch gar nicht glauben, wie sehr aufgeregt ich und hoffentlich ihr seid. Denn ja, in 3 Minuten geht es los, ich kann es kaum glauben. Und ja, natürlich könnt ihr heute bei dem besonderen Event, bei dem besonderen Stream auch wieder in Discord dabei sein. Und dies halte ich geschwind ein. Wartet bitte kurz. Tja, nur noch 2 Minuten, bisschen über 2 Minuten trennen uns jetzt nur noch von Splatoon 2. Ich weiß ja nicht, freut ihr schon da drauf? Ich persönlich freue mich natürlich schon dicke auf Splatoon 2. Das ist ja klar. Es gab scheinbar gerade einen Hänger oder so. Zeug dafür. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Schau mal, das ist ein Discord-Chat, das geschwind reinhaue. Ja, dann schalten wir doch mal den Chat ein, denn es sind jetzt nur noch wenige Sekunden jetzt davon trennen. Hallo? So. Also 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's! Es ist 19 Uhr und wir starten mit Splatoon 2. Wisst ihr eigentlich, wie cool das ist? Endlich ist es soweit. Endlich können wir Splatoon 2 streamen. Halleluja! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kommt, wie gesagt, in den Discord-Chat und seid mit dabei. Würde ich euch auch erst empfehlen, weil das einfach, ja, doppelter, dreifacher Spaß. Wie auch immer. Und es geht los mit der Splatoon 2 Global Testfire. Ich kann es immer noch nicht glauben. Servus. Ah ja. Also man hört schon den Discord-Chat im Hintergrund, by the way. Dies nur mal so als kleine Nebeninfo. So, und los geht's. Ich bin drin. Bam. Ja. Nice. Hahaha. Herzlichen Aber nur zur Sicherheit. Fangen wir mit den Grundlagen an. Das heißt, ich bin drin. Da verlieren wir aber gleich auch gar keine Zeit mehr. So, was wollen die denn hier von uns? Langsam Stick nach oben. Ziele mit den Eier. Ah, ja, das kennen wir ja schon aus, ja. Das kennen wir ja schon aus, den klassischen Splatoon. Ersten Splatoon. Genau. So, ist Ziele. Weißt du jetzt eigentlich, wie man Moderator macht? Drücke Y und setze die Kamera. Ah ja. Was? Drücke Y und setze die Kamera zurück. So. Ah ja. Ah. So, und jetzt kommen wir jetzt ein Farbe verteilen. Alter, sieht das nice aus. Respekt. Das ist ja lol. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Noch 5 Sekunden, dann geht's los mit dem ersten Kampf. Nice, und es geht los, es geht einfach erst los. Das musst du mal realisieren. Also, ich nehme den Klecksroller als erste Waffe, mit der ich das Ganze ausprobieren werde. Und ja, bin ich ja. Och nee, Digga, ganz ehrlich, was ist das? Ja, die Internetverbindung von Nintendo und die Server, die im Anmaß hier standhalten, was sie gerade ja leider nicht tun. Oh, jetzt bin ich drin. Hahaha. Ich hoffe nur, dass jetzt die anderen kommen.
Oder zocken wir zusammen Super Smash Bros. Ah, jetzt hab ich alle. Ha. Nice. Es hat funktioniert. Ich bin im Kampf drin. Es geht los. Ha. Halleluja. Das wird jetzt spannend. Nice. Revierkampf. Den ersten auf der Switch, den ich erleben kann. Das ist nice. So. Alter, grafisch mit dem Nintendo Switch Pro Controller sieht das echt nice aus. Muss ich jetzt schon sagen. Und wie ist die Umstellung? Ja, man hat halt kein Gamepad irgendwie. Wenn man die Karte sehen möchte, muss man auf Minus drücken. Ich glaube, es war's oder so. Nee, Y. Oder? X. Das macht die ganze Sache irgendwie leicht kompliziert, aber vom Handling her ist es echt nice. Und grafisch muss ich schon sagen, sieht das auch echt. Das läuft ja nicht nur auf. Aber hier muss man es erstmal. Full HD. Und ein Freund von mir hat es ausgetestet. Bei ihm läuft es auf Ultra HD. Ja, also Full HD läuft hier definitiv. Sieht auch richtig nice aus. Das Beste ist sowieso die individuellen Charaktere. Ja. Ja, also ich kann mich noch erinnern, bei der Splatoon Global Testfire von der Wii U musste man ja seinen eigenen Charakter erstellen zum Anfang, das muss man hier nicht mehr. Aber auch so wie das vibriert, wenn man in gegnerische Tinte kommt. Live. Aha. Ja, das war gerade ein Krampf, aber mein Capture Card hat es jetzt inzwischen wieder beruhigt und wir sollten jetzt was wieder hören, sehen und sonst was. Ja. Das ist gut. Also, ja, es bin inzwischen wieder in neuen Match drin. Kann es kaum irgendwie richtig spielen, weil es ständig irgendwie Unterbrechungen gibt vom wegen vom Stream oder so. Ja, das ist nicht so toll. Aber immerhin läuft das Ganze. Ich wurde gerade getötet. Aber immer läuft das Ganze wieder und das ist ja. Und das ist ja definitiv schon mal etwas. Ja. Nice, es funktioniert wieder. Das ist doch jetzt schon sehr schön. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, nachdem ich es endlich zum Fixen gebracht habe. Und jetzt noch eine halbe Stunde Splatoon aufnehmen sollten können hier. Ja, was haltet ihr so vom Game? Alles wird jetzt vollgeklext. Alles wird vollgeklext. Ich weiß ja nicht. Das, was ich hier bis jetzt von Splatoon 2 hier spielen kann und sehe, das ist wirklich richtig nice für Splatoon 2. Und ja. Wirklich, grafisch und alles souverän. Nein. Und ich wurde getötet. Ja, passiert ab und zu. Ab und zu ist auch relativ gesagt. Ah ja, hier steht gerade, rufe X für die Karte auf. Wir drücken X und dann sehen wir. Ja, hier ist die Karte. Ist natürlich schon eine Ungewohnung, weil beim Gamepad war es bis jetzt immer so, dass die Karte beim Gamepad irgendwie war. Also dass die Karte auf dem Gamepad stand. Das ist jetzt nicht mehr so. Ist dementsprechend auch ungewohnt, aber ist in Ordnung. Also, hallo an den Twitch-User. Und ist vorbei. Also an den Lukas Ipop, ja, ich spiele später noch Splatoon 1. Und ja, cool Dao, wieso Fragezeichen? Achso, Discord, sorry. Mache ich sofort wieder rein. Ich hab's jetzt durch Neustarten einfach vergessen. So, das war jetzt hier erst peinlich gerade die Leistung hier. Muss man schon sagen. Aber wir haben noch eine halbe Stunde vor uns. Und ja, wir probieren jetzt eine andere Waffe zu machen. Ich weiß, das ist jetzt übelst gewagt. Aber ich probiere in den Klecksholler reinzukommen. Und dies sollte dementsprechend funktionieren. So, also kommt zurück in Discord-Chat wieder rein. Servus. So, jetzt sind wir wieder da, ne? Ja, ich probiere jetzt mit den Klecksroller zu kämpfen und die Waffe jetzt zu nutzen. In Hoffnung, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Jo, es funktioniert. Sehr schön. Ist alles gut. Gut, also
Gut, ich weiß nicht, was das gerade Problem war. Ich werde das jetzt hier heute eh schneiden. Jetzt haben wir schon wieder alle Leute gefunden und es geht weiter. Ja, und dann schneide ich das so, dass jetzt halt erst so richtig losgeht. Keine Ahnung. Wir haben auch noch eine halbe Stunde vor uns. Ja, die zwei Arenen, die ich bis jetzt in 4 Runden schon ausprobieren könnte, muss ich sagen, Graf ist einfach nur top. Und die erste Sniper, die ich ausprobiert habe, war auch nice. Jetzt kommt meine Lieblingswaffe, der Glexroller. Mal schauen, wie das wird. Ja, danach plane ich übrigens auch noch so Splatoon mit euch zu spielen. Da können wir nochmal über Splatoon 2 reden, was wir bis jetzt dann gesehen haben. Dies nur soweit das Info. Ja, wie, jetzt kommen wir mal Splatoon 1? Naja, danach streamen wir, würde ich sagen, noch bisschen Splatoon 1, also ab 21 Uhr. Wenn ihr wollt. So ist super. Da können wir ein bisschen reden. So, was mir hier aber auffällt, die Tinte geht meiner Meinung nach schneller leer als das Splatoon 2. 1. Vielleicht kommt mir das nur so vor, aber ich glaube, ich kann's ja, gut, aber die Waffen wurden auch verbessert. Ja, das stimmt. Eine Frage, cool. Da hört man auch den Game Sound im Hintergrund ein bisschen oder hört man nur Mist? Weil du hast einen Stream gerade. Das Video ein bisschen hört man den. Ein bisschen. Weil ich mir gerade nahe Kabel von meinem Handy. Okay. Er macht mal ein bisschen lauter. So, es wurde getötet. Oh mein Gott. Also. Ja, mein YouTube-Nutzer hat gerade an der Grafik wurde nicht so viel geändert von Splatoon 2. Ich finde jetzt schon, wenn man das wirklich auf dem Fernseher spielt, 1080p, also 80 FPS, dann sieht man schon eine deutliche Änderung, Verfrisserung der Grafik. Und auch von der Steuerung her, aber ich finde es einfach ungewohnt, wenn ich jetzt X drücke, ne, haben wir plötzlich die Karte und da können wir uns irgendwie irgendwo so anderen hin teleportieren, was ich gerade ausprobiere. Und schon bin ich mitten im Geschehen und wurde direkt getötet. Ganz cool, ja. Das ist ja halt auch im Knacken, ja. Ne? Also ich finde, wenn man irgendwie an die Karte gewöhnt ist, ist das eine Umstellung. So. Das stimmt. Ja. Also, nur als Info, die anderen ganzen, glaube ich, Testfires werde ich alle aufnehmen und im Nachhinein hochladen. Ach Gott, habe ich keine Farbe mehr. So. Da haben wir gleich schon Opfer, was töten kann. Aha, ich hab's geschafft. Hier haben wir schon das nächste. So. Ja, ja, also, ja, was kann ich sagen? Grafisch, wie gesagt, finde ich, hab ich gerade mal gesagt, sieht das super schön aus, aber ich finde auch so, die neuen Waffen, die es gibt, die sind, finde ich, oh, shit, auch richtig gute, zum größten Teil. Nein. Nein. Ja, aber das, was letztes wirklich entscheidend ist, wird dann halt sein, wie der Rest aufgebaut ist, also der Story-Mode und so weiter. Weil das ist da nur ein Spiel-Mode von vielen, den es dann geben wird, vermutlich. Aua. So. Also, ich hoffe, dass nur so ein kleiner Story-Modus kommt. Okay. Ja, das wird das jetzt. Also ich mache mir jetzt hier vielleicht viele Feinde, aber der Story-Modus hat mir nicht so gut gefallen. Ja, mir vor allen Dingen, weil man sich selber suchen muss. Ja, also das Story-Mode war es auch nicht ganz so meins. So, also diesmal war es nicht ein Gewinner-Team. Oh nice, war sogar das zweite aus unserer Gruppe, Halleluja. So, ich mache jetzt nochmal ein Rundchen mit dem Glex-Roller. Und dann werde ich mal schauen, dass ich die nächste Waffe schon hinbekomme. Und ab dem nächsten Part werde ich erst dann systematisch angehen, weil wir haben ja jetzt noch 5, glaube ich, Testfires vor uns und in allen von denen werde ich dann, in allen werde ich dann jeweils in anderen, andere Waffe spielen. Irgendwie so. Werde ich mir nochmal was überlegen. Ja, aber eine Sache war auch noch schlimm. Welche? Die Octolinge, die Stages von den Octolingen, weil da waren auf einmal 20 auf einem Platz, ja. Und man musste alle allein töten. Eine Story. So, es fehlen noch 2 Leute. Ja, und wie gesagt, bei dem Stream, brauchst du nicht zu wundern, der ist natürlich, kann nicht die Qualität letztlich hergeben, die das letztliche Spiel hat. Aber ihr werdet es morgen sehen, wenn dann die andere Parte kommt, die ich mit meiner Capture Card in 1080p aufgenommen habe, da wird man die Veränderung richtig merken irgendwie. Ja, es fehlt nur noch einer, dann geht's in die nächste Runde. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das dann auch so von anderen Stages serviert irgendwie. Ja. Ja.
Perfekt. Nice, los geht's. Also ich finde auch so, das Design an sich ist besser gemacht und... Ja, aber die Wartezeiten kann ich jetzt natürlich noch nicht viel sagen, weil es ist ja jetzt nur eine Demo. Aber die finde ich jetzt, wenn man das Reviews-Halten mit der Testfeier vergleicht, auch nicht so krass. Man, jetzt wo ich drin bin, läuft das Ganze. Da musst du erstmal reinkommen. Aber ja. Halleluja, die Stage hier mit den Häusern, die sieht erst cool aus. Also wirst du gleich sehen, Cooldown. Also ja, ist die, das eine neue oder gab es die auch schon mal den Gegner? Nee, die ist neu von Splatoon 2. Ich glaube, ich würde behaupten, alle Stages, die man spielen kann, ist Splatoon 2 exklusiv. Also, die es hier jetzt gibt. Bin mir aber nicht sicher, ob dem so ist, aber ich glaube. Ja, ja, hier, das, was wir gerade gesehen haben, ist übrigens eine neue Bombe, die es gibt. Kann man schauen, was beim Glaxroller eigentlich eine Bombe dabei ist? Ah ja, die klassische, im Prinzip. Die kennen wir ja schon. So, ich finde das Porten zu anderen ist jetzt ewigst umständlich geworden. Dann muss man die Map öffnen, dann die Person auswählen, der man hin müsste. Also das ging früher mit einem Tab aufs Gamepad deutlich einfacher irgendwie. Also damit muss man sich erstmal abfinden. Ja gut, aber ich finde auch, dass Dings 2 erst auch nur Splatoon 1 Wii U-Ableger sein sollte und deswegen das erst am Anfang gar nicht bedacht wurde. Ja, stimmt schon. Nee, aber ja, wie gesagt, von den Revierkämpfen bis jetzt mal ähnelt natürlich schon der Wii U-Fassung, aber es sind halt Sachen wie Grafik und auch Steuerung im Großen und Ganzen einfach erst besser. Ja. Ja. Mehr kann man natürlich nicht sagen. Ja, es scheint so, dass der Sommer diesen Jahres und ich bin mal gespannt, was dann jetzt noch alles dazu kommt durch die mehr Entwicklerzeit, sage ich jetzt mal, weil umso mehr Zeit ist dafür nutzen, umso besser kann der Online-Mode noch ausgebaut werden. Und ja, wenn es wieder Rang auch Rangkampf und sowas gibt, ist das Ganze dann bestimmt ja. Dass ich gestern was sagen wollte. Ganz toll. Ja, also, ich hoffe ehrlich, dass das jetzt nicht so eine große Rolle spielen wird, das Porten, dass man einfach durch die Map durchschwimmen kann. Weil bei manchen Stage ist ja so, dass man dann zu den Spielern hinspringen muss, um dazu so ein Areal zu kommen. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass man die Karte öffnen muss, das braucht alles Zeit, während der man theoretisch getötet werden kann, dass sie da jetzt nicht so krass draufsetzen. Wie bei der View, wo man einfach nur einmal aufs Gamepad fassen musste irgendwie. Aber ich finde auch so von den HD, ja. Okay. Ich finde auch so von den HD Rumbles, die eingebaut sind, ist das Feeling, wenn man so in gegnerischer Tinte landet oder verreckt, auch irgendwie viel krasser als noch bei der View irgendwie. So. So. Ja. Ich glaube, die Runde haben wir mal wieder gewonnen. Haha. Ah ja, hier sieht man es, eine gute Übersicht davon, by the way. Nice. Ja, 66 zu 23%, kann ich mich ja nicht beschweren. Und jetzt probiere ich mal die nächste Waffe zu wählen. Und hoffe, dass auch jetzt nochmal reinkommen. Dann mache ich heute erstmal so einen Überblick mit allen Waffen, die es gibt. Und jetzt geht's weiter mit dem Klecks-Konzentrator. Wobei, nee, ich mache jetzt zuerst den Klecks-Doppler, bei den Münzen die so viele. Der ist auch eine richtig coole neue Waffe. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was die erwartet. Und auch hallo an Eli. Schön, dass du dabei bist. Am Stream. Jo, moin. So, und jetzt warten man nur, bis man wieder genügend Leute findet. Das kennen wir ja schon. Er muss sagen, Splatoon hat aber auch schon eine riesige Auswahl an Waffen, ne? So. Was, Elis, bist du auch Splatoon? Elis sagt gerade, dass er auch Splatoon 2 spielt. Hast du angefangen zu hacken, ist jetzt. Ich fange damit nicht wieder an. So. Ja, uns fehlen nur noch 4 Leute. Die sollten wir recht schnell finden, hoffentlich. Aber ich finde auch so, an sich einfach das Menü, was man hier sehen kann, hat sich auch irgendwie erst verbessert. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann nur Revierkampf ausprobieren, oder? Ja. Ich glaube schon.
Ja, so wie es aussieht, ne? Ja. Aber das reicht ja erst auf das Erste, um einen Überblick zu überschaffen, weil es geht eigentlich eher um das Feeling von der Steuerung und einfach generell nicht zu schauen, ob die Server das aushalten. Aber ich muss sagen, der Revierkampfmodus ist auch besser als der Rangkampfmodus. Er hat einfach so das Feeling. Das stimmt. So. Ja, jetzt hoffen wir, dass jetzt noch vier Leute finden für die neue Waffe. Weil jetzt haben wir nur noch, ja, nicht mal mehr eine Viertelstunde. Und ich versuche ganz schön, vielleicht nochmal ein, zwei Runden machen zu können, um wirklich nochmal einen Überblick über das fertige Game letztlich irgendwie zu haben. Ich weiß nicht, was haltet ihr denn so vom Stream-Design, sag ich mal? Ist das irgendwie, ach, sind alle rausgegangen, ey. Ist das irgendwie so klein oder alles? Nee, ist eigentlich perfekt. Na dann. So. Also übrigens, Leute, euch da eine Info. Nach ja, unserem Splatoon 2 Global Test Fires bis auf 21 Uhr streamen wir dann noch oder spielen wir dann noch ein bisschen Splatoon online auf Wii U und ja, reden noch mal ein bisschen über das, was wir hier besprochen haben, gesehen haben. Und ja. Ja, super. Kann ich auch mitzocken. Genau. Ja, Mikro schreibt, naja, es wäre auch cool, wenn man einen Kampf verlassen müsste und dann gezwungen ist, die View-Switch auszuhalten. Ja, das stimmt schon. Wenn man jetzt wirklich, das war bei View auch und so, einen Kampf jetzt noch verlassen müsste, muss man die Konsole aushalten. Das ist umständlich, aber ich glaube, das liegt daran, weil sonst könnte das jeder machen und dann wird da was alles dann irgendwie nur stehen, Verbindung mit dem Server nicht geklappt oder so. Da wisst ihr halt immer diese Fehlermeldung, wenn jemand die Konsole aushaltet. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn es nervig ist. Ja. Ja, hoffen wir, dass wir jetzt erst noch Leute finden und noch ein, zwei Runden machen können. Aber bis jetzt bin ich vom Spiel, muss ich sagen, echt positiv überrascht. Ja, ich hatte auch eigentlich eine solide Meinung. Aha, jetzt fehlen nur noch zwei Leute. Und die werden wir sicherlich auch noch finden. Hoffe ich. Also ich hatte auch keine großen Erwartungen, weil ich dachte jetzt nicht, dass sie den ersten Teil übertoppen werden, aber haben sie geschafft. Du hast mal ganz optimistisch. So, komm, jetzt noch zwei Leute, das wird doch wohl noch gehen, Gottes Namen. Mann, nur 10 Minuten. Ha, jetzt fehlt uns nur noch einer, dann finden wir es auch. Ja, und Eli, wie gesagt, direkt nach dem Stream, klär mal das mit dem Freundschaftscode. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, einzutippen, mach ich dann aber gleich. Ja, oder das Internet kann man auch aushalten. So, bist du eigentlich noch da? Cool, Daro? Ja, natürlich nicht da. Also, stimmt, Frage, sinnlos. Das ist ein gutes Thema ein. Ja, ich tue auch ein bisschen improvisieren, weil, ja, keine Ahnung. Ja, wir können vielleicht mal kurz, ich biete es ja an, über die Ladezeiten sprechen. Ich weiß nicht, das Hand bei der Wii U, war es manchmal, da hat man ewig lang gewartet, ne, und manchmal ging es total schnell. Das, weiß nicht. Aber wenn man das zurückdenkt jetzt mit der Wii U, Global Test Fire, geht das hier in der Regel so deutlich schneller. So. Wobei ich gehe jetzt erst raus, warte jetzt noch eine Minute und wenn dann es kommt, probiere ich dann nochmal, gehst nochmal raus, geh nochmal rein und schau, dass ich eine Runde oder so noch hinbekommen.
Irgendwie ja, aber so. Die Wii U hat sich auch nicht gerade viel verkauft, das muss man auch schon sagen. Also. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass angesichts dessen, dass die Switch jetzt schon fast besser verkauft hat als die Wii U innerhalb von weiß nicht, wie viele Jahre das waren. Wir haben alle gefunden, es geht los. Hat das Warten gelohnt, das kann ich endlich mal eine neue Waffe ausprobieren. Ja, also wie gesagt, Eli, danach spielen wir Splatoon. So, also zusammen mit Community. Ja, wir sind rosa gegen grün und das ist jetzt eine ganz neue Waffe. Wie funktioniert denn die? Ah ja, das ist die. Ja cool, das ist jetzt die neue Bombe, von der ich erzählt habe. Die gleitet hier so durch die Gegend und prallt überall gegen und dann tut sie explodieren. Die finde ich richtig cool. Ja, wenn ich jetzt hier losticke, macht die den Gegner da kalt. Hätte sie ihn kalt gemacht, wenn die richtig gekommen wäre. Aber ich finde, ja, das macht am meisten Spaß, irgendwie die Waffe mit den Bomben zu verwenden. Vor allem machen die auch einiges an Platz rein. Hey Gamer Coach, die Waffe erinnert mich irgendwie an die Heldenwaffe aus dem Story-Modus. Okay. Ja, ich meine, ich kenne dieses Spiel, oh Gott, wie heißt denn das? Das Spiel manche, das Spiel meistens Rentner oder so, im Winter auf See, wenn so ein See eingefroren ist, dieses mit den, ich weiß nicht, daran erinnert mich irgendwie das Ding. Oh Gott, wie heißt denn das? Ice Dog Season war es, genau. Kennt ihr das? Ich finde an diese Ice Dog Dinger, die man da dafür benötigt, sehen so aus, ach egal. So, da haben wir jemanden, den kann ich gleich umbringen, wenn es... Hallo? Jetzt kommt mir das um. So, ich probiere es mal wieder jetzt irgendwo hin zu porten, weil das so derbe viel Spaß macht. Also, ich muss echt sagen, mit der Sache bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden, wie die das bis jetzt gelöst haben. Was mir auch auffällt, ich finde die Bewegungssteuerung ist... nicht ganz so präzise, ist mir aber auch in fast RMX aufgefallen. Die ist auf der Nintendo Switch nicht ganz so komfortabel und präzise wie die auf der Wii U. Aber ich denke mal, da werden die noch ein bisschen dran arbeiten bis zum Release vom Game. Hoffe ich mal. So. Oh mein Gott, wir haben noch 10 Minuten für ja 2-3 Runden. Durfte es noch reißen, aber es tut jetzt hier nicht mehr rausgehen und probieren eine andere Waffe zu wählen, weil das dann wird es definitiv nicht mehr dran kommen. Ja. So, aber wenn das Stream jetzt flüssig läuft einigermaßen, das tut er hoffentlich, bin ich ja ganz zufrieden. So, ha, hi, ho. Ja, tut er, also. Na dann, danke. Ja. Oh Mann, also ich komme mit der Waffe nicht ganz so wirklich zurecht. Also wir überlegen jetzt erst nach der Runde jetzt nochmal probieren, jetzt auf eigene Faust die andere Waffe auszuwählen, die es noch gibt. Dann habe ich jetzt alles immer durch. Man kann zu allen Waffen halt immer was sagen. Ja, wir haben diesmal auch verloren. Oh, aber die Katzen sehen auch anders aus, fällt mir gerade auf. Also die Katzen, die anzeigen, wie viel wer jetzt geworden ist, also wer gewonnen hat und so weiter, die sehen irgendwie anders aus. So, schauen wir mal, dass wir jetzt mit Glück nochmal reinkommen und die letzte Waffe auswählen können, nämlich den Klecks-Konzentrator. Den kennen wir in dieser Fassung aber auch schon von der Wii U, zumindest so ähnlich. Und dann haben wir alle vier Waffen jetzt mal vom Grund her durchgespielt. Und wie gesagt, die anderen Slots, die es gebe und die es aufnehmen, jetzt haben wir vier auf einmal. Jetzt geht's ganz schnell. Auf jeden Fall, die anderen Slots, die wir aufnehmen, da werde ich dann jetzt zum Beispiel in den 4 Uhr Slot morgen früh werde ich jetzt zum Beispiel nur den Klecksroller testen und in dem danach folgenden, Slot dann die Sniper, also so irgendwie aufteilen, dass wir genügend Zeit haben, uns die Waffen jeweils anzuschauen. Aber die schlimmste Bombe ist definitiv die Spürbombe. Boah, hat die mir schon auf den guten Film versaut. Ja. So. Ah, es wird noch einer.
Heißt, ein, zwei Runden schaffen wir jetzt erst noch, der Ben ist zuversichtlich. Jetzt geht das Ganze ganz schnell. Ja, also ich freue mich jetzt irgendwie erst schon auf dem Release von Splatoon 2, weil ich glaube, das wird wirklich auch eins der erfolgreichsten Switch-Spiele für dieses Jahr, würde ich behaupten. So, und wir haben genügend Spieler gefunden und der nächste Kampf beginnt mit der letzten Waffe, die mir noch ja, abgeht. Und damit, LP, du kannst gerne mit mir auf Discord reden. Ich stelle das nach dieser Runde sofort ein, bis sozusagen nach den nächsten beiden. Ah ja, diese Waffe, das hielt man und dann tut's da gezielt in Richtung ein, ja, tut's dahin zielen. Alternativ gibt's da auch wieder Bomben, aber diese nichts Besonderes, die kennen wir schon aus Wii U. Aus Wii U. Mal wieder perfektes Deutsch. So, hier haben wir zweifelsohne ein gutes Testopfer. Wir analysieren aber und season. Aber eine Sache gibt es noch, die wahrscheinlich auch schlimm wird. Was? Also halt mit diesen Bomben, die an den Wellen ab, Wellen vor allen Dingen, an den Wänden abprallen und dann jemanden random treffen. Also das kann echt später. Ja, ja, was gerade gezeigt habe, ja, ja, die. Halleluja. Vor denen habe ich Respekt. So. Also. Probier mal die Waffentechnik jetzt auch mal in der Praxis aus, aber die jetzt wirklich zu zielen, das ist jetzt nicht nett so easy. Braucht man eine ruhige Hand dafür. War das, was ich sagen wollte. Mann, ich bin getötet. Also übrigens Leute, ich würde vorschlagen, wir machen auf der Wii U dann vielleicht gleich ein Splatoon erstmal Revierkampf, um das irgendwie nochmal zu vergleichen. Jetzt von Switch auf Wii U, was das großartig verändert hat, beziehungsweise verändern wird. Alles klar, ich wurde schon wieder getötet zum zweiten Mal hier in der Runde. Ja, mit einem Blick auf die Uhr schaffen wir nachher noch eine Runde. Und dann werden die Server bis 4 Uhr erstmal abgeschaltet. Ja. Ich find's cool, wenn die vergessen wurden, Server abzuschalten. Aber da tun die nicht. Nee, ich weiß gar nicht, bis jetzt habe ich noch nicht so einen Eindruck, dass es jetzt wirklich krasse Serverüberlastung gibt. Klar, man fliegt ab und zu mal raus, aber das ist bei Wii U auch nichts anderes. Hier ist das natürlich schon krasser, aber ich finde es auch nicht so schlimm, weil davor, dass das eigentlich wirklich das erste Game ist, was den Online-Mode von der Nintendo Switch tatsächlich nutzt, finde ich, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und dafür, dass wir im Herbst hierfür zahlen sollen, sollte die Steam Expressen gut werden. So. Und auch jetzt so wissen, mich nochmal irgendwo hin zu teleportieren. Das ist ja erst ein Akt, das Team teleportieren. Das ist ja nicht mehr schön. So. Ach, ganz geil. Also. So, für eine Runde haben wir jetzt noch Zeit. Geht's exakt aus, wenn genügend Mitglieder überhaupt dafür gefunden werden. Ich gehe mal davon aus, dass dem so ist. Ja. Und ich würde gerade gerne Waffe tauschen, aber es macht das jetzt nichts, weil sonst würden wir definitiv keinen Platz mehr bekommen. Da hoffe ich jetzt, dass wir die Runde hier noch rein können und das sieht doch ganz gut aus. Es fehlen nur noch zwei Leute. Und ich glaube, das ist ganz ehrlich jetzt wirklich mitten um Punkt 21 Uhr, mitten in dem einen Match aufhört, das glaube ich nicht wirklich. Das glaube ich nicht.
Also natürlich, Eli, ist gar kein Problem, wenn deine Schwester oder so, der Tun zockt, das kann die Request sein. So, und ich finde nur zwei Leute, das denke ich mal, sollten wir jetzt erst hinbekommen. Weil das jetzt mittendrin abpressen, das glaube ich nicht. Mitten im Netz, das eine lassen die halt noch fertig spielen und dann steht da Server down oder so, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, habt ihr Bock, dass ich morgen die den Testfire-Slot von 20 bis 21 Uhr auch nochmal live stream? Ja klar, also mir macht das nie aus. Hättest Bock drauf? Okay, dann mach ich das vielleicht auch tatsächlich, weil ich jetzt eigentlich nach den Anfangsproblemen doch recht lustig. Irgendwie. Jo. Ja, also an den David LP. Wie gesagt, sobald die Testfire vorbei ist, in 3 Minuten nehmen wir es pressen. Werdest du Splatoon 1 wechseln, also Splatoon 1 sage ich schon, zu View wechseln und dann tun wir erstmal zum Discord, okay? Die ist nochmal am Rande. Ja. Wobei es sieht schlecht aus, dass wir jetzt eine Runde noch dran kommen, weil ich will noch 2 Leute und die haben nur 2 Minuten. Ja, Gamer Coach, hast du da auch schon den Namen reingeschrieben für Discord? Nee. Habe ich noch nicht gemacht, konnte ich eigentlich erst machen, Mensch. Gott, was war denn meine ID? Ich glaube Gamer Coach ID, oder? Ja, aber man muss ja den, muss man nicht den Hashtag eingeben, um für Freundesanfragen muss man auch einen Hashtag eingeben. Ich gebe dir nach dem Match ein. Beziehungsweise nachdem wir rausgeschmissen werden. So. Ja. Machst noch die Runde, ich probiere die Runde noch zu machen. Ich hoffe, dass jetzt noch reinkommen. Das ist so meine Hoffnung, aber es ist jetzt 1 Minute. Vor 21 Uhr, es weiß nicht, ob das jetzt noch hinhaut. Irgendwie so. Wäre schön, wenn, wahrscheinlich aber nicht. Okay, ja, ich bin's auch zu für 16 ins Splatoon für Wii U. Ist, ja, bin zufrieden mit. Mann, aber es nervt mich, dass wir nicht mehr einen gefunden haben dafür. Ja, dann ist Server. Müssten eigentlich exakt jetzt down gehen. Jetzt ist nämlich auf der Uhr live 21 Uhr. Ja. Wie wir sehen. Sehen wir nichts. Aber es wartet jetzt nochmal die 19 Sekunden, die runterzählen. Weil vielleicht machen die jetzt den einen. Das eine Match die doch noch, aber ich glaube nicht. Aber wir haben es mal genug gespielt, um uns definitiv eine Meinung von Splatoon 2 zu bilden, auf der wir dann gleich zu sprechen kommen. Na moin! Ja, das war's, dass ich einfach erwartet habe, was hier passiert. Wo habe ich eine Kontrolle hingelegt, das ganzen Halbtest nicht, ja, hier. So, und wir sehen, ich probiere jetzt einfach random nochmal reinzukommen, aber bestimmt sind die Server jetzt schon down. Ja! Ja, das war's fürs Erste mit Splatoon, liebe Leute, ne? Das war die Splatoon Global Testfire. Ein paar Runden hatten wir jetzt doch schon gemacht. Und ja, ich denke mal, wir haben jetzt alle am Eindruck vom Spiel bekommen. 15 Uhr oder so. Hinzukommen. Ja, wir machen jetzt ganz kurz 2 Minuten Päuschen, während ich meine Viewer anschmeiße. Danke soweit schon mal für das Interesse an Splatoon 2. Da dran. Bis gleich. Und ciao. Nicht hau, sondern bis gleich. We'll be right back.